Und willkommen zu einer neuen Folge Busch versus Rusch. Jawohl, und heute begeben wir uns auf die Suche nach einem natürlichen Spawner. Das heißt, wir sind hier in der Farmwelt, Lava-Welt, und wir sind auf der Suche nach einem natürlich gewachsenen Spawner. Und wer zuerst von uns gefunden hat, der TPA den anderen zu sich, zeigt ihn und hat gewonnen. Ja. Kriegen wir das hin? Ich denke schon, ja. Können wir das schaffen? Du nicht, ich schon. Jo, wir schaffen das. Von daher würde ich sagen, topf die nette Quilt oder so ähnlich. Ja, genau. Also, du zählst an. Drei. Und dann geht's los. Zwei. Eins. Go. Und im Übrigen, ihr könnt unten im Fenster auf der rechten Seite sehen, was der Busch anstellt. Während ihr im großen Bild mich sehen könnt. Oh, verdammt, ich habe überhaupt kein Licht dabei. Du hast kein Licht dabei. Ich habe auch kein Licht dabei, Rusch. Ja, ja, das ist großartig. Das hilft total. Das habe ich nicht bedacht. Oh Gott. Und wanderte ich durch finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn mein Just Sonic ist in meiner Nähe. Lass dich von der Sonic-Macht leiten. Okay, nur Sackgassen. Herrlich. Ich fange schon wieder gut an. Nur Sackgassen in dieser Höhle hier. Ah, und der Sonic folgt dir? Nee, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, der ist nämlich gerade bei mir. Ich habe ihn abgehängt. Hier war jetzt auch Andesit. Nur Andesit um mich rum. Da konnte ich gar nicht tiefer putteln. So, nochmal. Oh, man könnte meinen, der Sonic wäre hier. Fliegt eine Fledermaus um mich rum. Ja, du solltest aufpassen, dass du keinen Skimmer dabei hast, der dich dann killen will. Ja, gut, dann ist das so, dann verliere ich ein bisschen Werkzeug. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ist es schlauer, oberirdisch nach einem Spawner zu suchen oder unterirdisch? Das habe ich auch am Anfang überlegt, aber ich bin einfach mal in die erstbeste Höhle gerannt. Die übrigens noch im Spawnbereich liegt. Ja gut, da kannst du dann natürlich nichts mehr groß abbauen. Ich nur wüsste, was war hier. Naja, aber ich muss ja auch nichts abbauen, ich muss ja nur einen Spawner finden. Ja. Und mit einer Seed-Touch-Picke komme ich auch nicht so schnell an Kohle. Muss ich mir erst eine andere bauen. Ja. Das war schon mal eine Sackgasse. Vielleicht. Ah, wir haben keine Spitzhacke, ne? Wir haben keine Spitzhacke. Ja, das heißt, Bäume fällen ist nicht. Du meinst, wir haben keine Axt? Ja, genau. Hab ich doch gesagt. Spawner. Doch nicht. Wo gibt's überall Spawner? Es gibt Spawner in einem Stronghold. Ich finde, einen Stronghold braucht man, aber um den zu finden... Glück oder Ich könnte dir jetzt einen Trick verraten, wie man Spawner ganz schnell findet, aber da ich ihn selbst nicht anwende, werde ich ihn auch dir nicht verraten. Ja, den mit Enderperlen und Dings, ne? Nee. Gemeinschaft, nee. Wie man Spawner ganz schnell findet. Mhm. Also es gibt oberirdisch welche und es gibt Gemeinschaft. Du hast oberirdisch schon Spawner gefunden? Ja, also Skelett-Spawner und so. Was zur Hölle? Echt? Ja. Überirdisch. Also in Berghöhlen und so Skelett-Spawner oder... Zombie-Spawner gibt's da. Okay, jetzt habe ich gerade richtig gelitten. Ich gehe nochmal zum Spawn von... Ich bin gerade in der totalen Sackgasse. Okay, du versuchst dich durchzubuddeln. Das geht natürlich auch. Oh, jetzt sehe ich auch mal deinen Weiler. Ja, das hättest du die ganzen anderen Male auch schon sehen können. Also ja, aber jetzt habe ich es erstmal wahrgenommen. Ich mach dich fertig. Oh nein, wieso hast du Licht? Naja, ganz einfach, hier hat jemand Fackeln platziert. Ja, das ist nicht gut. Ich hoffe, wenn der da war, hat er schon den Spawner abgerissen. Oh, ich mach
mach mir ein bisschen Sorgen. Du bist in einem guten Stollensystem. Dafür habe ich Wildpferde gefunden. Ist auch schön, oder? Was? Hier sind Zombie-Villager? Also ich habe Spawner! Spawner! Bei mir leckt das Spiel gerade und zwar übelst. Du musst die TPA annehmen. Ja, kann ich erst dann, wenn gerade keine Skelette mehr nach mir jagen. So. Ja, nach mir jagen auch Skelette, aber die können mir nichts anhaben. Spawnbereich. Ja. Ja, genau, das sind die, die ich meinte. Spawner. Spawner. Ah. Die Runde geht an. Ja, geht mal wieder an dich. An mich geht die Runde, an mich. Oh, lieber Busch, dann zu deiner Bestrafung. Wir haben noch immer nicht ausgemacht, dass es eine Bestrafung gibt. Ach, verdammt. da kann man nichts machen. Gut, ihr Lieben, dann war es das mit dieser Folge Busch vs. Rouge, auch wenn sie nur 6 Minuten knapp geht. Tja, so ist es halt. Wenn ihr auch mal Ideen habt für eine Rouge vs. Busch-Folge, eine Challenge... Oder ihr mal bei einer Challenge mitmachen wollt. Genau, dann schreibt's in die Kommentare. Genau, und vergesst nicht das Like, das Abo und... die Glocke. Richtig. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann, euer Rouge. Und euer Busch. Ciao.